Lübecks Aufstiegstrainer Denis Skwierczynski und sein erster Regionalliga-Handshake mit Meppens-Coach Christian Neidhardt. Die Hansestädter marschierten eindrucksvoll und ungeschlagen durch die Schleswig-Holstein-Liga. Mit dem SV Meppen kam jetzt aber gleich ein großes Kaliber an die Lohmühle. Und die Gäste von Beginn an druckvoll wollten den Lübeckern gleich die Aufstiegseuphorie nehmen. Max Krämer mit der ersten großen Chance nach 3 Minuten. Da war mehr drin. Erste Schrecksekunde für die knapp 2000 Lübecker. Kurz darauf der nächste vielversprechende Angriff der Emsländer. Pass von Rodriguez Diaz auf Viktor Meier und der wird von VfB-Verteidiger Lukas Knechtl unsanft gebremst. Völlig zu Recht der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Fabian Porsch. Ungeschicktes Verhalten von Knechtl und der Blick auf Meppens Trainer Christian Neidhardt, angespannt in Erwartung des Strafstoßes. Max Krämer übernimmt die Verantwortung und verwandelt sicher. 6. Minute, die 1:0-Führung für Meppen. Und bei Neidhardt löste sich die Anspannung. Max Krämer, letzte Saison mit 13 Treffern in 24 Spielen, erfolgreichster Torschütze seiner Mannschaft. Lübeck fand schwer in die Partie. Erst nach gut 20 Minuten die erste Chance. Flanke Sirmeis, Meppens Keeper Gommert klatscht den Ball an die Latte. Den Abpraller aber erwischt Sänger nicht richtig. Nochmal aus der Sicht des Keepers, Gommert im Glück. Meppen robuster im Zweikampf und spielstark. Daniel Latkowski mit schönem Pass auf Max Krämer. Doch der scheitert an Torwart Jonas Tobol. Noch einmal die Balleroberung von Latkowski. Der Antritt, der Pass und der Abschluss von Max Krämer. Der VfB gewaltig unter Druck. Aufmunternder Applaus von Kapitän Nils Lange. Weiter geht's, Jungs, reinhängen. Aber die Emsländer lassen nicht locker. Freistoß. Viktor Meier legt sich den Ball zurecht und zirkelt den Ball über die Mauer ins Netz. Das 2:0 für den SV Meppen. Zu Recht ausgiebig gefeiert. Viktor Meier mit ganz feinem Füßchen. Und weil es so schön war, lassen wir es für Sie nochmal krachen. Halbzeit. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und führten verdient. Die Regionalliga ist halt ein anderer Schnack als die Schleswig-Holstein-Liga. Das hat VfB-Trainer Skwierczynski genauso schnell festgestellt wie der Lübecker Anhang. Die letzte Saison beendete Meppen als Tabellenvierter. Eine Mannschaft mit viel Qualität also. Und das zeigten sie auch gleich nach Wiederanpfiff. Riesenchance für Martin Wagner. Doch Lübecks Torwart Jonas Tobol einmal mehr ganz stark. Was für eine Gelegenheit. Wagner hat die Entscheidung auf dem Fuß und dann fehlt der Killerinstinkt. Lübeck weiterhin bemüht mit Chancen bei Standards und Distanzschüssen. Marcello Meier verfehlt das Ziel nur knapp. Meppen spielte es jetzt clever, nahm bei der Hitze etwas Tempo raus. Der VfB in der Schlussviertelstunde mit dem Versuch, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Finn Lasse Thomas zieht ab, der Schuss aber nicht platziert genug. Benjamin Gommert mit leichten Problemen sichert den Ball im Nachfassen. Der SVM auf Fehler des Aufsteigers wartend, bei Gelegenheit mit Volldampf. Marc Schnier 5 Minuten vor Ende mit einem energischen Solo. Einer gut getimten Flanke, doch Pasiovs Kopfball lenkt Tobol mit den Fingerspitzen so gerade noch über die Latte. Noch einmal glänzende Haltungsnoten für den VfB-Keeper. Dann war Schluss. Der SV Meppen gewinnt sein Auftaktspiel in Lübeck verdient mit 2:0. Das Team von Christian Neidhardt, cleverer, zielstrebiger und präsenter in den Zweikämpfen. Nein, also wirklich, das war eine geile Mannschaftsleistung. Wenn man sieht, wie wir alle in der Defensive gearbeitet haben und wir haben kaum was zugelassen auswärts. Und deswegen ein wirklich großes Kompliment an der Mannschaft. Wir wollen natürlich uns immer verbessern und letztes Jahr war der 4. Platz eine sehr gute Platzierung. Und das wollen wir versuchen zu verbessern oder zu halten auf jeden Fall. Und klar, Wolfsburg und Bremen sind die Favoriten, aber wir wollen die ärgern. Die Zielsetzung des VfB Lübeck natürlich eine ganz andere. Nur der Klassenerhalt zählt. Meppen hat dem Aufsteiger gleich mal gezeigt, wo in dieser Liga der Hammer hängt. Man hat auf jeden Fall den Unterschied gemerkt heute zwischen Schleswig-Holstein-Liga und Regionalliga. Ich denke, das ist uns in den ersten Minuten ganz deutlich bewusst geworden und dann, wenn man dann zurückliegt, dann ist es natürlich schwer, gerade gegen so eine erfahrene Truppe, ne, wie gegen Meppen. Ja, wir müssen natürlich sehen, dass wir jetzt erstmal ankommen, diese ganze Robustheit an den Tag legen. Da geht es im Zweikampf halt ordentlich zur Sache und das haben wir heute gesehen und jetzt werden wir versuchen, in den kommenden Spielen den Schalter umzulegen und das werden wir auch hinkriegen. Und der Klassenerhalt ist drin? Der ist 100%ig drin, ja.
bin ich fester Überzeugung. Das Duell der beiden Traditionsvereine hat der abgezocktere SV Meppen für sich entschieden. Erfahrung schlägt Aufstiegseuphorie.